Hey ho Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Paranoiac. Ja, im letzten Part haben wir dann ein erfolgreiches Versteck gegen das Monster gefunden. Gleich zweimal. Und standen vor einem neuen Rätsel. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Ich dachte, in der Dunkelheit könnte ich das Licht finden, aber es gab keinen Weg zurück. Ja, ich konnte mir einfach keinen Reim auf das Ganze machen und habe mir einen Tipp geben lassen. Und wie man bitte darauf kommen soll, Leute. Also, das Spiel ist wirklich super, aber ich habe keine Ahnung, wie man darauf bitte kommen soll. Denn Dunkelheit, Licht, es hat was mit dieser Lampe hier zu tun. Machen wir sie mal an. Hier. Off. Eine leuchtende Lampe. Hä? Unter den Lampenschirm. Ein Schlüssel. Na ja, gut. Wer darauf kommt, Dankeschön. Aber tut mir leid, ich wäre da niemals drauf gekommen. Also, ich habe wirklich jeden einzelnen Gegenstand in diesem verdammten Haus anklicken müssen, nur damit ich diesen Lampenschirm irgendwann anklicke. Und nein, danke. Gut, dann öffnen wir den Raum. Nochmal ein Schlafzimmer. Tempos! Ein Wecker, der um 9 Uhr stehen geblieben ist. Da ist ein Stück Papier in der Schublade. When you gaze long into the abyss also gazes into you. Der Abgrund. Der Abgrund. Könnte damit jetzt endlich mal der Brunnen gemeint sein? Also ein anderer Abgrund würde mir nicht einfallen. A long way down. Ich könnte mir das schon vorstellen. Der Grund des Brunnens ist zu dunkel, um runter zu sehen. Hä? Da leuchtet irgendwas von drin. Ist das ein Schlüssel? Wir probieren es mal. Ja. Es ist zu weit weg. Da. Sie ist reingefallen. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Au, au, au. Nicht dein Ernst. Ich bin reingefallen? Ich bin zu weit unten. Ich kann mich nicht wieder hinaufklettern. Hallo? Ist hier irgendjemand? Irgendjemand? Hallo? Oh nein. Was soll ich jetzt tun? Ja, das ist die Frage. Was sollen wir jetzt tun? Ja, ich speichere jetzt zumindest mal ab. Alter, jetzt sind wir in den Brunnen gefallen. Ja, jetzt ist das Kind endgültig in den Brunnen gefallen. Ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Was ist das hier? Habe ich den Schlüssel jetzt bekommen? Kann mir nicht vorstellen. Hä? Ja, die Wand sieht hier ein bisschen seltsam aus. Ich versuche, sie mit diesen Steinen hier zu zerbrechen. Vielleicht kann ich mir hier ein. Wie so ein. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Foothold ist. Oh! Jetzt kaputt gemacht. Ich will da nicht rein, Leute. Ich glaube, sie wollte sich einfach nur so einen Haltepunkt zum Raufklettern machen, aber. Ah ja. Was ist das? Gibt es hier unten wirklich so viel Platz? Das ist verrückt. Das ist lächerlich, aber. Ja, da wird es immer weitergehen. Oh nein, nicht dein Ernst. Diese Stimme. Ist es hier unten? Oh oh. Ja, super. Jetzt habe ich hier unten ein Labyrinth und darf gucken, wo ich hier lang muss. Okay. Labyrinth. Ich hoffe, es ist kein Labyrinth.
Lalalala, ich bin viel schneller als du. Noch. Okay. Ich komme wie hier Sebastian Vettel um die Kurven. Nöm, nöm. Miki Takamura ist im Formel-1-Wagen von Mercedes hier unterwegs. Nöm. Ich kann mir vorstellen, dass es direkt hinter uns ist. Okay, es ist hinter uns. Ich habe es gerade gesehen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wow, ich muss hier richtige Reflexe zeigen. Links, rechts, oben, unten. Rechts. Lauf, Mickey! Kleines Fräulein, lauf! Also ich kann mir auch Schöneres vorstellen. Das sieht nicht gut aus, Leute. Wie Miki Takamura hier. Um die Ecken rum. Jede Kurve einzeln. Sag mal, wie weit geht denn das hier noch? Okay, jetzt geht's. Aha. Oh oh, was ist das? Was ist das? Alter! Alter, was geht hier falsch? Jetzt bin ich wieder hier. Nein. Sie ist zusammengebrochen. Kamura? Mr. Takamura! Hallo! What the heck? Mr. Miura? Sind Sie okay, Mrs. Takamura? Ich lasse das Seil für Sie runter. Warten Sie genau da. Hui. Sind Sie okay, Mrs. Takamura? Sie scheinen nicht verletzt zu sein. Aber Sie sollten wirklich ins Krankenhaus gehen. Der wird uns um alles in der Welt in dieses Krankenhaus kriegen. Aber nach der Crooked Man gehe ich in kein Krankenhaus mehr. Es tut mir leid, dass ich in Ihren Garten eingebrochen bin. Aber Sie haben an der Türklinge nicht geantwortet, also bin ich reingekommen und... Sage mal, was bist denn du für ein Spanner? Oh, ja, da könnte jemand ja mal nicht zu Hause sein. Komm, brechen wir einfach mal ein und gucken nach. Du hast ja keine Augen mehr. Mr. Takamura? Oh, sie weint, nein. Mr. Takamura, was fehlt Ihnen? Was ist los? Genug. Ich hasse es. Ich will nach Hause. Oh. Ein Monster? Da ist ein Monster in ihrem Haus? Warum bin ich hier eingebrochen? Seit dem Tag, an dem ich hier eingezogen bin. Etwas Unmenschliches. Nicht Tierisches. Es stellt mir nach. Auch unten im Brunnen, in der Brunnenhöhle, hat sie mich verfolgt. Und... Es ist nicht einfach nur ein Monster. Da waren Haare im Wasser und am Fax und das Piano hat von selbst gespielt. Und seltsame Stimmen. Ich ertrag's nicht mehr. Ich hab Angst. Natürlich hab ich Angst. Das ist wirklich schwer zu glauben. Es ist wahr! Wirklich, es ist eine Art Zombie. Ich würde darüber nicht lügen. Ich verstehe. Vielleicht ist es kein Monster, sondern eine Art wildes Tier. Okay, ich verstehe. Bleiben Sie bei mir zu Hause für den heutigen Tag. Hä? Wirklich? I've lived there for 5 years. Aha. Ich habe dort für 5 Jahre lang gelebt und habe nie so ein Monster gesehen. Also sollte es dort in Ordnung sein. Ich werde mich hier umsehen, während Sie heute Nacht schlafen. Ich werde darauf achten, wenn ich etwas Seltsames sehe.
Da besteht kein Grund zu. Ach, seien Sie nicht albern. Es ist schon in Ordnung. Überlassen Sie das mir und ja, entspannen Sie sich für heute. Ja, da bin ich mal gespannt. Ach, da ist ja auch Ihr Schnieke. Ihre Wohnung ist sehr sauber. ja, ich habe nur nicht allzu viel Gruscht, Gram, was auch immer. So nebenbei, Miss Takamura, kann ich Sie vielleicht etwas fragen? Und was denn? Sie haben eine Krankheit erwähnt. Was für eine Art Krankheit ist es? Es tut mir leid, wenn es ein bisschen unhöflich ist. Depression. Ich nehme Antidepressiva. Und ich, ja. Writing a serious story, so. Na, ich verstehe. Da müssen Sie sich wirklich ausruhen. Überlassen Sie das Monster mir. Ich glaube, der glaubt uns nicht so richtig. Vielen, vielen Dank. Ja, und über oder wegen Miss Psyche, I'd like you to tell me about her. Ich möchte, dass Sie mir von ihr erzählen. Miss Saiki ist wegen einer Krankheit von uns gegangen, nicht wahr? Ja, ich dachte, es ist etwas seltsam, denn sie sah das letzte Mal, als ich sie sah, nicht krank aus. Meine Tante hat sich selbst umgebracht. In diesem Haus. Warum zum Teufel ziehst du in ein Haus, in dem sich jemand umgebracht hat? Warum bleibst du da drin? Oh, es war Suizid? Ich wusste das nicht. Wissen Sie warum? Sie war verheiratet. Ja, ungefähr vor 10 Jahren. Und ja, da haben sie angefangen, in diesem Haus zu leben. Ja, sie hatte dort eine schwere Zeit, aber sie wurde vor ungefähr 5 Jahren sch schwanger. Ja, sie und ihr Mann waren sehr, sehr glücklich. Aber Stillborn, ist es eine Totgeburt? Meine Tante hat sich immer dafür selbst verantwortlich gemacht. Mein Onkel, fand es ermüdend zu versuchen, sie zu unterstützen und hat das Haus verlassen. Wow. Seit diesem Zeitpunkt wurde sie immer seltsamer. Sie hat angefangen zu sagen, dass sie immer beobachtet und verurteilt wurde. Meine Mutter und ich waren ihre einzigen Familienmitglieder. Ja, wir hätten sie unterstützen sollen, aber wir konnten nicht. Meine Mutter hat wirklich schreckliche Hysterie. Und and she said I had always been pretty. Keine Ahnung, vielleicht war sie eifersüchtig, keine Ahnung. Ja, sie war eifersüchtig, höchstwahrscheinlich. Meine Mutter hat meine Tante verrückt und eine Mörderin genannt. Sie wollte nichts mit ihr zu tun haben. Ich war besorgt um meine Mutter, also habe ich das alles ignoriert. Und ja, trotz dem, dass ich den Schmerz meiner Tante kannte. Tante kannte. If I had been brave and support her and taken her. Wenn ich nur etwas tapferer gewesen wäre und sie unterstützt hätte und sie ins Krankenhaus gebracht hätte, es wäre alles niemals passiert. An diesem Tag, an dem ich an dieses Haus ohne das Wissen meiner Mutter gegangen bin, ich war besorgt um meine Tante. Sie hat sich selbst im zweiten Stock erhangen. Ich habe geschrien. Das Seil riss und sie ist auf den Boden gefallen. Meine Mutter wollte das Haus nicht. Sie wollte nicht mal an
meine Tante erinnert werden? Als bei mir Depressionen diagnostiziert wurden, hat meine Mutter vorgeschlagen, dass ich dorthin gehe. Er hat gesagt, dass es ein gutes Haus für Verrückte ist. Ich bin mir sicher, dass sie möchte, dass sie genauso dort stirbt. Alter, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gesagt. Ich weiß, das ist keine interessante Story. Ist schon in Ordnung. Ja. Sie hatten es wirklich schwer. Bitte passen Sie auf sich selbst auf. Okay, müssen wir jetzt ihn spielen? Ich werde mich in Ihrem Haus umsehen, Miss Takamura. Machen Sie sich hier gemütlich. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Es wird spät und ja, Sie können schlafen gehen, wann immer Sie wollen. Sie können das Bett dort benutzen. Nein, ich sollte nicht. Ich kann das Sofa da benutzen. Jetzt seien Sie nicht albern. So jemand Schönes kann ich auf so und so. Ups. Ich werde auf dem Sofa schlafen, Mr. Kamura. Nehmen Sie das Bett. Nun dann. Oh, ich. Mr. Miura ist wirklich sehr nett. Es beruhigt mich, mit ihm zu reden. Oh, Mr. Miura, was ist da los? Ach nein, ich darf. Ach Gott, nein, ich darf doch nicht ihn steuern. Schade, schade, schade. Schade, 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 schade. Jetzt dachte ich, ich darf ihn steuern. Na gut, dann pennen wir halt im Bett. Na gut. Ich sollte mich ausruhen. Ich fühle mich irgendwie schlecht, das Bett zu benutzen. Ich hätte mich vielleicht doch umsehen sollen. Oh, da ist er wieder. Was tut er? Sie scheint zu schlafen. Das ist gut. Es scheint alles in Ordnung mit dem Haus zu sein. Also werde ich auch ein kleines Nickerchen machen. Ich habe irgendwie eine schlimme Befürchtung. Ich habe eine schlimme Befürchtung. Tag 4. Ich sage, ich habe eine schlimme Befürchtung. Okay, dieser Ton gefällt mir gar nicht. Das ist die Tante. Ah! Oh nein, nicht schon wieder! Das ist mein Haus. Warum? Warum bin ich wieder hier? Das. Kann es sein, dass Mr. Miura. Hat er mich hier zurückgebracht? Nein! Ich will nicht. Ich will keine Sekunde mehr sein. Ich muss zu Mr. Miuras Haus. Ich habe schlimme Befürchtungen. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, bleib weg, bleib weg. Ja, super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese scheiß Treppengeländer. Unglaublich. Ach nein, nicht dein Anschluss. Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir wieder zurück im Haus sind. So, Freunde, da bin ich wieder. Oh, mal gucken. Ich renne mal nach rechts. Ich habe nämlich keinen Plan, wo der. Okay, ich verstecke mich hier drin. Da haben wir uns doch gar nicht drin versteckt. Bitte, 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 bitte. Miep. Das hat tatsächlich funktioniert? Alter! Hör auf damit. Bitte hör auf damit. Ich habe doch nichts getan. Es ist nicht mein Fehler. Bitte bleib weg. Bitte lass mich allein. Lass mich allein. Leute, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Mir ist bloß kein anderer Ort eingefallen. Ich wusste bloß, dass wir uns hier drin noch nie versteckt haben. Es ist morgen. Endlich. Ich denke. Ich bin schon wieder eingeschlafen. Warum hat mich Miura hier zurückgebracht? Er hat nichts gesagt. Oh, der Schlüssel. Ich habe ihn vergessen.
Ich habe ihn im Brunnen gefunden. Vielleicht die Tür bei den Treppen? Ja, also bringt das Part Kontrolle gucken doch was, denn da fällt einem immer so ein bisschen auf, wo man sich noch nicht versteckt hat. Kann man das so ein bisschen behalten. Oh, hier geht's runter. Ist so dunkel. Ich kann nichts sehen. Es ist zu gefährlich. War hier nicht irgendwo eine Taschenlampe? Jetzt bin ich gespannt, wo ich eine Taschenlampe herkriege. Vielleicht hier in der Küche. Ach ja, in der Küche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier vielleicht. Wo hatten wir denn nochmal eine Taschenlampe? Hier auch nicht. Also darf ich jetzt wieder das ganze Haus nach einer Taschenlampe durchsuchen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Sie dürfen jetzt erstmal 5 Stunden lang nach einer Taschenlampe suchen. Vielleicht hier drin? Nein, hier war keine Taschenlampe. Vielleicht hier drin in unserem Zimmer? Nicht wirklich. Vielleicht hier hinten? Nein. Jetzt darf ich wieder jedes Zimmer nach dieser verdammten Taschenlampe durchsuchen. Na gut, dann eben gucken. Ja. Nö. Nö. Nope. Hier war, glaube ich, auch keine Taschenlampe. Na gut, ich glaube nicht, dass hier eine Taschenlampe drin war. Hier war das Piano, ne? Ne, doch nicht. Aber hier wird keine Taschenlampe sein. Wo könnte eine Taschenlampe sein? Hier eventuell? Der Wecker? Nein, hier ist dieses Bild. Nein. Ja, auch nicht. Ich weiß schon, wie das für euch ausschauen muss. Das muss wahrscheinlich so ausschauen, als hätte ich da jetzt jedes Mal geguckt. Ja, wo kann er sich denn jetzt verstecken? Probieren wir erst das 25 Mal durch und dann gucken wir mal. Nein, Leute, das ist wirklich Dusel, was ich hier habe. Und ich bin auch relativ froh drum, wenn ich ehrlich bin. Denn ich hätte ehrlich gesagt keinerlei Bock, dass ich hier wieder so eine Hide-and-Seek-Aktion mache wie im zweiten Part, denn da war es ein bisschen zu heftig. Ne, hier ist eindeutig gar nichts. Wo haben wir hier eine Taschenlampe? Und das einzige Mal, wo ich gucken musste, das war eben wirklich an dieser einen Stelle mit dieser Lampe. Denn wer soll da bitte draufkommen? Hier im Safe war, glaube ich, auch nichts mehr. Wir hatten doch hier irgendwo eine Taschenlampe. Ich erinnere mich doch. Da war irgendwo eine. 100 Pro. Hallo Taschenlampe, wo bist du? Ja, auch nicht. Wo hatten wir eine Taschenlampe? Ich weiß nicht. Hier war noch ein Badezimmer, aber hier war keine Taschenlampe. Och, come on. Hier muss doch irgendwo eine Taschenlampe sein. DVDs. Flatscreen. Nicht wirklich. Taschenlampe, eine Taschenlampe. Wo war eine Taschenlampe? Was war hier nochmal? War hier eine Taschenlampe? Nein. Le Taschenlampe, wo sind Sie? Ich brauche Le Taschenlampe. Ist Le Taschenlampe? Nein, die Taschenlampe ist nicht hier. Da muss ich oben gucken. Hier vielleicht? Ah, da ist sie ja. Also können wir uns im. Ach, klasse, super, da wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen. Nein, der muss in den Raum drin sein. Aber was sich hierhinter verbirgt, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns. Bis dahin, tschüss.